Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Folge Golfit im Himmel und so. Und ja, die Ist ja in Profis meiner. legen los. Ich wollte Nee, meine erst mich lustig Steuerung. machen, aber irgendwie schwirrt auch nicht besser. Okay. Die Steuerung ist an Arsch dran. Eieieiei. Ja, genau, jetzt ist zu stark, ja klar. Natürlich. War es ja auch ziemlich nah am Loch. Nee, von der Steuerung her. Hui! Oh. Okay, das ist viel zu stark. Verdammt! Das war zu So knapp daneben wenig. geflogen! Er wäre fast Null in One geworden. Schon wieder zu wenig. Scheiße. Wenig. Ja, wir gucken dem Timo zu, Ah, komm. weil der P fliegt ja sonst so hin gerade. Ja, ich muss noch mal kurz ein bisschen nachregulieren. Mal letztlich die Map hier ausgesucht. Keine Ahnung. Toto. Toto Ich war weiß nicht, wer das Spiel aufgemacht hat. unfassbar. No Direkt hier so look. eine Action, ey. Bam! Drin. Easy. Aha. Easy. Easy. Und Toto nur so, yeah. Ja. Oh. Ach komm. Ja, der war fast gut. Du hältst dich mal geschlossen. Wer ist es denn wahr? Nee, mich überhaupt nicht. Da, guck. Alle Alter guten Dinge sind Schwede. fünf. Ja. Ach, da Oh, sehe ich geht immer mich an doch. Tricksen. Um. Auf jeden Fall. So nicht. Okay, viel fester. So. Nein! Zu feste. Oh, nicht Zu gerade genug. feste. Ja, das ist irgendwie. Also genau Irgendwie in der ist Mitte das. ist nicht richtig. Nee. Bleib stehen! Bleib stehen, bitte! Oh Ah, Mann. verdammt! Ach, der war Entweder zu fester. zu fest oder zu locker. Er hat schon eigentlich ein paar Mal gut, aber da war die Position scheiße. Und jetzt kriege ich nicht mehr die Geschwindigkeit hin. Oh, der war so knapp. Ja, jetzt bin ich auch committed hier. Komm! Ah, bleib stehen! Ach du Arschloch. Nee. Das war's. Zu viele Schläge versucht. Oh, jetzt sind aber dann nicht so viele Schläge auf dieser Map anscheinend. Jetzt, ne? 14, ja. Ah ja. Beziehungsweise 12. Dann kriegst du halt auch den Strafstoß. Oh, no look. Das war viel zu fest und irgendwie schief. Ja, keine Ahnung. Meine Güte. Also Okay, irgendwie. vielleicht fast in ein anderes Loch gefallen. Ja, irgendwie. Hä? Wo muss ich denn hin? Einfach Direkt nur hier über das hinter. Mäuer Ach, können. direkt dahinter. Ja, wo dachtest du denn, wo du hin musst? Ja, in dem Loch, in dem ich bei schon fünfmal quasi fast war. Dann hättest du mal weiter versucht. Wer ist da reingekommen, der hat ja auch gezählt. Glaub nicht. Nein! Ja. Ja, einer liegt gut. Ja, reicht ja auch. So knapp. Oh ja, wir spielen uns hier einen zurecht diesmal. Der Wahnsinn. Ja, Ja, ist man auch mal hier, ne? Tu. Bloing. Oh. Bloing. Ach Gott, da oben drauf wäre auch ein Ziel, okay. Ja, Das ist ja aber jetzt halt da interessant. oben drauf gemusst. Ach komm. Mahlzeit. Danke. Und tschüss. Ja, wir haben uns gestern mit ein paar Freunden getroffen und haben mal so ein Viewing gemacht. Wir haben uns zusammen den ersten Tag der Citizen Con angeguckt. Ah. Sehr interessant. Sehr interessant. Also wollen jetzt die Art und Weise, wie sie Planeten erstellen, etwas anpassen. Und zwar vor allem so, dass wesentlich mehr Vegetation vorkommt. Okay. Und Vegetation auf Basis der Biome. Ja, das kommt also auch noch drauf an, was das für ein Boden zum Beispiel ist oder ob das Sumpf ist, den haben sie gezeigt. Und
Jawohl. Ein bisschen zu feste. Ach, ernsthaft? Ein bisschen zu feste. Und wie wahrscheinlich ist das, dass du von der ersten Mauer auf die zweite Mauer bounst, um dann runterzufallen? Weiß ich nicht, aber du schaffst es ja anscheinend. Ja. Was sie auch noch gezeigt haben, war, wie dann unter anderem halt auch so Siedlungen generiert werden sollen. Das sollen nämlich wesentlich mehr Siedlungen werden. Okay. Weil im Moment sind Siedlungen einfach handcrafted und die möchten es halt so umstellen, dass es automatisch generiert wird. Mhm. Aber auf Basis von so, dass es halt Sinn ergibt. Also wenn da zum Beispiel irgendwo ein Mineralvorkommen ist, dann hast du da drumherum halt die zum die kleine Base, um das alles abzubauen und dann hast du Distribution Center mit dabei und an den Distribution Centern wären dann wieder oh, da ist auch noch ein Loch. Kleine Siedlungen. Ne? Ja, unter ja, dem... Unten runter, ja. Es geht nicht. Doch. Nein. Okay. War schon sehr interessant. Heute ist der zweite Teil, den wir jetzt natürlich dann nicht zusammen geguckt haben, aber da werde ich mir definitiv auch nochmal ein paar Sachen zu angucken. Das Einzige, was ich tatsächlich mitgekriegt habe, ist, dass die Squadron nochmal irgendwie verschoben haben wohl. Ja, also was der Chris Roberts sagte während der CitizenCon war irgendwie 2026. Da war so ein Termin, den der da einfach irgendwann mal erwähnt hatte. Wo ich so ein bisschen gekippelt habe, war, dass jetzt der nächste Schauspieler dabei ist. Oh, das war nicht fest genug. Nämlich in dem Video zu sehen oder in dem Gameplay war dann zu sehen, dass Henry Cavill auch mitmacht. Ich kann mir vorstellen, bei Cavill, die haben den angerufen, gefragt, der hat sich gefreut wie ein kleines Kind und ja gesagt. Ja. Der ist ja eh so ein bisschen nerdig. Ja. Aber wie soll feste sollst du denn da draufhauen? Ich glaube, die haben aber dafür auch ein bisschen Geld in Hand genommen. Die haben ja nicht nur für den Geld in die Hand genommen. Da waren ja noch ganz andere Schauspieler auch mit bei. Gary Oldman ist da mit drin. Mark Hamill, Karen Gillian, noch ein Schauspieler, wo ich den Namen gerade nicht... Oder zwei Schauspieler, die ich erkannt habe, aber von denen ich die Namen einfach nicht im Kopf habe. Das hätte etwas fester sein müssen. Oh. Und... Also Gameplay haben sie ungefähr eine Stunde gezeigt. Von Squadron. Ja. Heute haben sie dann Base Building und Crafting mit angerissen. Alles in allem. Hoffe ich einfach mal. Ja, und mittlerweile vier Systeme. Also die hatten, gab ja vorher nur ein System. Ganz früher, dann hatten sie ja das Pyro hinzugefügt und jetzt kommen halt noch zwei. Nix und Castra, glaube ich. Das Einzige, was mich halt tatsächlich so ein bisschen, warum ich da wieder reingucken wollte, war halt einfach das Cargo-System, was sie ja komplett overhauled haben, dass du da halt auch vernünftig mal ein bisschen Asche mitmachen kannst. Und das nicht so meh ist. Ich sage immer noch, das Spiel ist der größte Scam aller Zeiten. Naja, du kannst zumindest spielen. Okay. Das war nicht feste. Das wahrscheinlich auch nicht. Nein. Zu feste. Das war gut. Das war zu feste. Leck mich doch in den Sack drin. Ganz ehrlich. Ach komm, ach, guck mal. Darfst du nicht gerade draufschlagen oder was? One-tapped. Ja, das quasi eins habe ich auch geschafft. Aber... Doch, du musst da schon extrem gerade draufschlagen. Zumindest diesmal hier drin liegen geblieben. Ja, das, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hoffe ja ganz einfach, dass sich irgendwann rausstellt, dass es kein Scam ist. Aber meine Güte, was mache ich denn hier? Aber ich muss sagen, was habe ich denn bezahlt dafür? Ich glaube 25 Euro. Ja, du. So. Also für mich ist es kein Scam.
Und man kann es ja spielen. Irgendwann sind morgens aber die Server nicht mehr erreichbar und dann hat sich da jemand verpisst. Ja. Das ist alles so weird, ey. Ja, würde ich mittlerweile einfach, jetzt fangen sie halt mit den nächsten Sachen an. Klar, ja, sind da so Systeme, die irgendwie für ein fertiges Spiel oder für ein halbwegs fertiges Spiel gebraucht werden. Ja, aber ich hoffe ganz einfach, dass sie sich nicht noch mehr verrennen. Dass sie die Ressourcen jetzt einfach mal darauf bringen, dass es mal rauskommt. Das größte Thema war ja vor allem, fand ich, Performance, ne? Da haben sie ja schon eigentlich gut dran geschraubt, dass das jetzt vernünftiger läuft. Ja, die Server-Maschine haben sie jetzt eingeschaltet. Mal deployen halt, ne? So, und nicht immer nur sagen, ja, das ist eine Beta, das ist ein Alpha oder was weiß ich, was für einen Status die haben, oder das ist noch das ist die geleakte Version, aber. Halleluja, habe ich tatsächlich gewonnen irgendwie. Ja, komm, hat Spaß gemacht. Gibt. Nee, ich glaube, die anderen haben verloren. Ich glaube nicht, dass du gewonnen hast, Simon. Also. Die war gar nicht mal so schlecht. Und wir sehen uns gleich zur zweiten Runde wieder. Ja, und da sind wir mit der zweiten Runde Golfit. Ja, wie gesagt, jetzt. Ich hoffe. Oh. Nein, bleib liegen. Fick dich. Ich hoffe ganz einfach, dass es tatsächlich irgendwann mal rauskommt. Stopp. Ach komm, ist das da abfällig. Ja, ist es. Du bist abschüssig. Alter, ja. Wie wenig denn noch? Ich muss mich hier mal gerade hinsetzen irgendwie. So. Hier. Ja, dann weißt du, machst du. No, ehrlich. Ja, dann war das zu wenig. Ah, guck. Ah. Ich gucke, aber bringt nichts. So. Ach, gut. Hui. Oh. Nein. Hole in one, ne? Warum? Ja, ich meine, man wird man sehen halt, ne? Sieht ja, dass die irgendwie was tun und so. Aber auf anderen Seite ist alles irgendwie so weird. Es ist definitiv weird. Keine Frage. Müssen wir auch nicht drüber reden. Ich glaube, das größte Problem an der Sache ist ganz einfach, dass da diese Vision von Chris Roberts ist und dass da kein Publisher hintersteht, der den irgendwie mal ansatzweise einfangen könnte. Aber eigentlich ist das ja was Positives, ne? Also ein Publisher macht ja auch gerne Druck und dann, ne, veröffentliche schon, obwohl es nicht fertig ist, aber das irgendwie, es kommen immer neue Sachen so, aber irgendwie scheint das ja sich alles nicht zu finalisieren. Ja, das ist das. Na, konzentrier dich ein bisschen. Das ist halt das große Problem da dran. Da könnte so ein Publisher tatsächlich mal ein bisschen vorteilhaft sein. Sich sagen, dass der einfach mal vielleicht mal hingeht und den so ein bisschen einfängt und sagt, so, jetzt komm, Kollege, jetzt mach mal halblang. Klar, die sind wahnsinnig detailverliebt vor allem. Und ja, was vielen Leuten eins einfach aufstößt, ist, dass immer neue Schiffe kommen. Während andere Schiffe, die schon vor Ewigkeiten mal angedacht waren oder halt im Konzept waren, einfach nie fertig werden und nicht spielbar sind. Ja, weil ich sag mal, ein Publisher würde da halt auch nicht viel machen. Die würde sagen, pass auf, gib dir jetzt ein Jahr, dann geht das Spiel in Early Access, dann gebe ich dir nochmal ein Jahr, dann ist das Spiel fertig und dann ist das halt eins der nächsten unfertigen Spiele, wo sich jeder drüber auskackt, quasi. Ja. So sind sie halt, ne, es ist eine Alpha und da sind sie ja auch einfach da liegen einfach. Ja, aber das ist halt, also da muss man einmal sagen, das ist ganz klar eine Frechheit, das Alpha zu nennen. Also, das, weil eine Alpha ist nichts, was ich mit Menschen spielen lasse. Das ist einfach so, per Definition nicht. So, ja, also eine Alpha ist halt so eine Early-Version, die einmal nicht wirklich so funktionsfähig dann ist. Dann ist halt jetzt Early-Access. Fertig. Ja, und für Early-Access wäre das immer noch eine Frechheit, weil dafür haben die viel zu viel Geld. Also, wo, ne, also ich meine, da waren ganz viele, ne, da sind die nicht die einzigen, aber. Na, no, all in one. Ich kann halt nicht, also. Oh, von hier aus komme ich nicht mehr weg, ne? Warum nicht? Ja, weil soll ich gerade gegen eine Wand schlagen, oder? Nee, das ist doch, geht doch aufwärts. Da, wo du jetzt liegst, nee, da also kommst du nicht mehr weg. Ja, aber so steil aufwärts, nee, das war nix. Das ist so, von hier ist da easier. Wir werden sehen. Es macht auf jeden Fall immer mal wieder Spaß.
da reinzugucken. Ja, ich meine, mich kümmert es jetzt eh nicht wirklich, weil es ist nicht mein Genre. Ja. Aber. Also ich habe schon mehr Geld für beschissenere Scheiße ausgegeben, sage ich ganz ehrlich. Ja, du jetzt, ne? Aber wie viele Leute haben da ja auch teilweise vierstellige Beträge wahrscheinlich schon reingepackt? Ja, aber das ist halt immer, ne, haben wir ja schon mal gesagt, ab wann hat sich ein Spiel für dich gelohnt? Ich sag, wenn ich pro Euro eine Spielstunde mindestens hatte. Aber ich finde, das ist tatsächlich gar kein guter... Doch, wenn ich pro Euro eine Spielstunde Spaß hatte, hat sich das für mich gelohnt. Also, ja, davor müsste ich schon mal Spaß definieren, ne? So, und dann, also ich bin auch durchaus für eine Stunde mehr bereit, als 1 Euro zu zahlen. Also, wenn das wirklich ja, ein gutes Erlebnis war. Aber das ist so... Ne? Und ich habe das schon ein paar Stunden gespielt. Scheiße! Das hat immer wieder Spaß gemacht. Gut, wenn ich da jetzt keine Ahnung... Spielzeit ist ja nicht gleich Spielspaß unbedingt. Ja, gut, ich sag mal, wenn ich da was weiß ich, wie viel Kohle reingesteckt hätte, dann würde ich auch sagen, okay, dafür habe ich es aber einfach zu wenig gespielt. Gibt's doch nicht! Aber Toto schafft das nicht. Ne, ich bin zu blöd für dieses Loch. Ist vorbei? Na, endlich. Ja. Oh, wei, oh, wei. Oh, okay. Ah, da ist ein Hubbel. Gut. Frag mich nicht wie, aber es hat einfach funktioniert. Der Timo, der scammt auch alle, ey. Ja, immer. Kannst direkt da anfangen, da bei Star Citizen, ey. Vielleicht gehört mir der Laden ja eigentlich auch schon. Turbo, oh. Ja, geil. Das ist irgendwie dumm. Ja, war ganz einfach, man darf nur nicht zu feste bleiben. Das sind automatisch Holungen quasi. Nee, wir sind rausgeflogen an dem Ding. Ja, ja, ich auch beim ersten, weil ich zu feste geschlagen habe. Habe ich nicht so feste geschlagen, jetzt bin ich liegen geblieben. Nee, noch nicht. Du rollst noch. Ja. Bin ich nicht hochgekommen. Ja, du wirst auch nicht mehr hochkommen. Ja. Das war zu wenig, glaube ich. Nee, pass. Nee. Der wäre genau richtig gewesen. Ja. War nischt. Das war aber das ist ja gar nicht. Oh. Eieieiei. Was eine Bahn. Ja. Alter! Okay. So. Na, das ist sowas liebe ich ja, ne? Ja. Nein, schon mal drauf warten zu müssen, das macht mich ja... Bester, ganz direkt durch. Ja, habe ich vorhin, dann bin ich drüber geflogen. Das ist das Problem, deswegen versuche ich gerade den Mittelpunkt zu finden, wo man halt durchkommt, aber nicht... Ja, ich fliege immer... Bei mir halt super ulkig aus, weil der das immer ja, dann macht, weil... wenn das Rohr ganz woanders ist. Naja, ist ja nicht synchronisiert. Weiß drauf, wird eh nichts mehr. So, für dich. War der drin? Kurz. Ja, zählte nicht toll. Ich hab gerade einfach nur noch drauf gekommen, mir war das egal. Weil. Ja. Scheiß Map. Hä? Hey, da so. Ich würde schon sagen, noch mehr Schläge, ey. Nein! Und, dazu feste. Kann doch nicht sein. Komm, bleib liegen! Komm, du kannst mich doch verarschen hier. Ja, Villa. Busa. Busa. Oh, sehr gut. Ja, super. Na guck. Na gut. Aber mal drauf klippen, dann geht das schon. Ja. Ja, nicht ganz. Komm. Nö.
Einfach nein. Ja. Ne. Schon wieder so eine beschissene. Ja, jetzt ist das wieder der erste zu feste, der zweite zu lasch, der ist wieder definitiv zu feste. Diesmal habe ich Glück, um den zweiten Rick reinzukriegen. Triple Boggy. Manchmal muss man auch mal Glück haben, ne? Oh, Looping ist auch einfach scheiße. Ja. Vor allem Looping ohne Bande. So. Ja, vor allem müssen wir gar nicht durch den Looping durch. Ach so, ja, toll. Ja, das ist ja toll. Oh. Hab's geschafft. Das ist ja richtiger Schmutz. Ja, das ist wirklich Schmutz. Soll das denn funktionieren? Ja, ich weiß auch nicht, wie du das vernünftig einschätzen willst. Ja, Glück. Einfach Glück. Bumm. Toll. Nee. Nee, die Map ist nicht so. Nee, nicht so. Ja, nee. Ja, klar. Einfach nochmal so ein richtig schönes Fick dich hinterher. Ja, so wieder umgehen. Sehr gut. Komm, Toto. Oh, Limon. Nö. Nö. Denied. Nö. Geht das? Ja. Würde. Ach komm. Zu fest oder was? Eieieiei. Oh, ja, super. Och, das ist aber wieder was für mich. Och, komm. Nee. Oh, so, weg, fertig. Boing. Doch. You can play anywhere, no reset areas. Hä? Aha. Ja, einfach irgendein Loch treffen halt. Data oder ne? Data finde ich, glaube ich, ganz gut. Ja, doch, jetzt bleibt doch da drauf. Ach komm. So. So, fertig. Ich glaube, da bleibt nicht darauf liegen. Ich habe die Bahn links davon genommen. So, jetzt. Ja, eigentlich war der hier relativ easy, wenn er einfach nochmal nicht jedes Mal drüber titschen würde, der Penner. So, nee, Entschuldigung, aber die Map war nicht gut. Nix gut. Nee. Aber ihr wart gut, weil ihr zugeguckt habt und deswegen könnt ihr uns, wenn es euch nicht gefallen hat, natürlich auch einen Daumen nach unten geben, aber gebt es so gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und lasst ein Abo da. Erzählt es euren Freunden, eurer Oma und überhaupt, ne, eurem Hund. Haben wir Hunde als Abonnenten? Ich glaube nicht, ne? Zeit. Erzählt euren Hund. Zwei. Okay. Zwei. Werdet der dritte Hund. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao. Tschüss.